Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du bist die Behausung des Königreichs Gottes, Himmel auf Erden. Du, der Himmel auf der Erde, lebt in dir. Und wenn die Gegenwart Gottes in dir ist, ist doch nichts unmöglich, stimmt's? Da ist wirklich alles möglich. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir haben heute ein Thema, und das heißt: Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Ist das nicht wunderbar? Wie im Himmel, so heute hier bei dir. Es heißt nicht, im Himmel ist es, oh, und auf der Erde, oh. Nein, wie im Himmel, so auf Erden. Und der eine oder andere unter uns sagt, ja, schön wär's. Ja, hätte ich doch den Himmel auf dieser Erde. Ich sag dir, du wirst heute hier rausgehen und wirst wirklich ein Stück gelernt haben, wie Himmel in dir sein kann. Weil Gott es so vorgesehen hat. Das ist wunderbar. Wir sind die Träger der Gegenwart Gottes. Wir sind ein Träger der Gegenwart Gottes. Da, wo du bist, soll Himmel auf der Erde sein. Du sagst, um mich herum ist nur Zoff und das und jenes. Dann ist dieser Tag gerade der richtige für dich. Ich möchte zunächst mal Johannes 7, Vers 37 und 38 lesen. Da steht, am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Das ist auch heute für dich so. Wer Durst hat, hast du Durst? Ich meine, du hast bestimmt eine Wasserflasche dabei, aber den Durst meine ich heute nicht, sondern Durst. Und er sagt nicht, wer Durst hat, kann mal nachfragen, ob er was zu trinken bekommt, sondern er sagt, wer Durst hat, der komme und trinke. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren werden lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Von deinem Inneren, Himmel auf Erden, wird ein lebensspendender Strom ausgehen für die anderen. Für die, die neben dir sitzen, die bei dir wohnen. Ein lebensspendender Strom. Und das ist nicht irgendwo Grimms Märchen, sondern das ist die Bibel und die ist wahr. Stimmt's? Und das ist wunderbar. Bestimmt habt ihr mal unsere Sendung gesehen, die wir aus Israel von dieser Stelle gesendet haben. Das ist in Fashra, das ist direkt neben dem Toten Meer, wo von der Tempelschwelle auch heute oder überhaupt heute Wasser unterirdisch hinfließt. Und das, ihr seht hier Süßwasser, ihr seht hier richtig schöne Quellen. Und das kommt von dort, das ist das, was Hesekiel gesehen hat im Physikalischen, was momentan in Israel sichtbar zu erleben ist, bei jeder Reise, die wir tun. Und dieses Wasser fließt von Tempel runter, viele Kilometer, sind 16 Kilometer, ist der Tempel weg von dieser Stelle. Und ich möchte aber heute auf das Geistliche zu sprechen kommen. Ihr Lieben, lebendiges Wasser fließt aus dem Thronsaal direkt zu dir und durch dich hindurch zu deinem Nächsten. Das ist Himmel auf Erden. Das ist wirklich wie im Himmel, so auf der Erde. Und das ist das Wunderbare. Es fließt und dieses Wasser, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die dürfen wir in uns haben, die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Hesekiel schreibt, der Fluss wird immer tiefer.
Früchte und Heilung für Nationen bewirkt dieser Strom. Ihr seht hier schon, da wachsen viele Dattelpalmen und schon viele, viele Früchte. Aber so soll es auch sein. Dort, wo Gottes, wo Himmel auf Erde bei dir sein kann, wo es durch dich hindurchfließt, da kommt Frucht hervor für deinen Nächsten, für deine Nachbarn, denn die Liebe Gottes leuchtet dann aus dir heraus. Die Gegenwart Gottes möchte durch dich fließen und das ist so wunderbar. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Schaut mal nach rechts und links, da ist Reich Gottes, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Himmel auf Erden. Himmel auf Erden. Wie viel Kanal bist du, dass der Himmel wirklich auf die Erde um dich herum fließen kann? Manchmal sind wir so richtige, ja, ist so ein richtiger Stopfer drin. Himmel kommt rein und nichts kann raus, aber das wollen wir anders tun. Wir sind ein Volk seiner Gegenwart. Ihr Lieben, ein Volk seiner Gegenwart dürfen wir sein. Ein Volk seiner Gegenwart. Nicht die Gegenwart ist in der Kirche, die Gegenwart ist in der Gebetsnacht, die Gegenwart ist bei einer Konferenz. Nein, du bist ein Kind seiner Gegenwart. Öffnest du dich dafür oder verschließt du dich und sagst, ach so, es prickelt nicht, es tut nicht. Es liegt an uns, wie weit wir uns öffnen. Die Fähigkeit, seine Gegenwart zu beherbergen, ist das Bedeutendste für unser Leben. Könnt ihr euch vorstellen, was ist das? Nicht der Bundespräsident, nicht irgendwo die Kanzlerin oder der Europapräsident oder Präsidentin ist momentan oder irgendjemand oder die von Amerika oder was auch immer, nicht mal die von Israel. Nein, du bist die Behausung des Königreichs Gottes, Himmel auf Erden. Du. Ihr Lieben, wie bedeutend ist doch das, der Himmel auf der Erde lebt in dir. Und wenn die Gegenwart Gottes in dir ist, ist doch nichts unmöglich, stimmt's? Da ist wirklich alles möglich. Der Vorhang zum Allerheiligsten, zur Quelle, er ist offen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht und der Vorhang zerriss. Und du hast freien Zugang. Die Quelle, sie fließt. Und mein lieber Freund Dirk, wo ich schon so gesegnet wurde, wo ich mit ihm unterwegs war, der sagt einen Satz, der Anker hat sich festgemacht im Allerheiligsten. Dein Anker. Und wisst ihr, ein Anker, wer mit dem Boot noch nie unterwegs war, manchmal hält der Anker nicht. Wenn du den Anker ins Sand wirfst, dann hält er nicht. Du schleppst ihn hinterher, er hält einfach nicht. Aber dein Lebensanker kannst du festmachen im Thronsaal und dort hält er und dort ist die Quelle, der ganze Halt für dein Leben. Der Himmel auf Erden bekommst du direkt vom Thronsaal. Du hast Anschluss direkt im Allerheiligsten. Nicht irgendwo bei speziellen Personen oder irgendwie speziellen Geistlichen. Nein, du kannst direkt angeschlossen sein im Himmel, im Thronsaal und die Fülle Gottes kommt in dein Leben. Und das ist das, was wir auch heute hier erleben möchten. Der Vorhang ist offen, der Tempel, der Himmel ist so voll. Und das hat mir so gefallen. Ich habe mir das so vorgestellt, wisst ihr, es steht hier, von der Tempelschwelle hat Hiskia so eine Vision, quillt es hervor. Ihr Lieben,
das heißt, die Tür ist zu oder irgendwie, aber im Tempel ist so voll, dass es rausquillt. Rausquillt und fließt und fließt und fließt. Und wisst ihr, je weiter es vom Tempel wegfließt, ist nicht so, wie es im Irdischen ist, desto schmutziger und desto flacher wird das Ganze, sondern Hesekiel hat gesehen, je weiter es wegfließt, desto tiefer wird es, desto tiefer wird es und noch tiefer. Und dann muss man schwimmen. Und das ist das Wunderbare, ihr Lieben. Der Himmel ist nicht irgendwo weit weg, sondern er ist in dir. Es fließt durch dich, dieser Strom, in deine Nation, in deine Stadt, in deinen Ort hinein. Ist das nicht herrlich? Es fließt, aber lass es fließen. Das heißt, es ist so viel drin, ihr Lieben, es ist so viel in dem Thronsaal, dass es überquillt. Das ist eine Quelle. Aber manche spannen dann die Schirme auf, die geistlichen Schirme spannen sie auf, dass sie ja nicht nass werden. Und ja, und ja nicht von dem was abbekommen. Ich sag dir, diesen Schirm klappe zusammen und werde so richtig nass von der Fülle Gottes. Es fließt durch dich in die Wüste dieser Welt und macht Todes lebendig. Was wir gerade in diesem Bild gesehen haben, ich mache es euch nochmal drauf, in diesem Bild gesehen haben, da war mal totes Meer, alles tot, keine Fische, kein gar nichts. Und so soll auch dein Leben sein, dass wenn frisches Wasser kommt, auf einmal Früchte kommen und Totes richtig, richtig lebendig wird. Und das ist das, was wir brauchen. Es fließt ein wunderbarer Strom. Ich möchte euch die Bibelstelle aus Johannes 7, Vers 38 vorlesen. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebend sprudelndes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Von deinem Inneren, wird lebenspendendes Wasser ausgehen. Du bist die himmlische Quelle auf der Erde, wo das lebensspendende Wasser ausgeht. Und bei so vielen Menschen geht so oft viel Zorn und Zank aus und ich mag dich nicht und Religiosität und alles Mögliche. Ich sag dir, ich wünsche mir, dass du hier rausgehst und sagst, ich bin die Quelle auf der Erde, wo Himmel auf der Erde ist. Gott möchte durch dich hinausstrahlen zu deinen Freunden, in deine Familie hinein. Was glaubst du, wenn du nach Hause kommst und auf einmal dein Mann oder wer auch immer sagt, wow, hast du eine Ausstrahlung? Und dann sagst du, ich weiß jetzt, ich habe es kapiert. Ich sag dir, hast du eine Sicht für die Wüste um dich herum? Oder sagst du, oh, ist alles so und oh. Ich sag dir, du bist die Quelle auf der Erde, wo die Wüste um dich herum, du das lebendige Wasser, das durch dich fließt, weiterleiten darfst, damit die Wüste zu blühen beginnt. Viele Christen sind heute so egoistisch. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache mir. Nein, wir sollen Kanal sein seiner Größe. Der Tempel, aus dem das himmlische Wasser quillt, der bist du. Dort, wo du lebst. Jesus sagt nicht, macht gemütliche Gottesdienste, sondern er sandte seine Leute aus in die ganze Welt. Er hat auch dich dorthin gestellt, wo du gerade wohnst. Und er hat nicht gesagt, geh in gemütliche Gottesdienste und lass die Welt Welt sein. Nein, er hat uns überall verstreut, damit wir eine Quelle sind für unsere Umwelt, für die Leute drumherum. Als nächstes möchte ich Matthäus 10, Vers 7 lesen. Dort steht, ihnen sollt ihr diese Nachricht bringen. Jetzt beginnt Gottes neue Welt. Heilt die Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Wow, das ist die Botschaft für die heutige Zeit. Zeichen und Wunder zu erleben. Zeichen und Wunder zu erleben. Glaubt ihr, dass es geschieht? Wir erleben es in diesem Jahr so mächtig. Ja, gib Gott die Ehre.
Und dies ist die Kraft dieses Flusses aus Gottes Heiligtum. Die Welt möchte kein frommes Gerede hören und die ganzen Psalmen auswendig und die ganze Bibel und Bibelvers, Bibelvers, Bibelvers. Nein, die Welt möchte sehen, dass unser Herr und König funktioniert, dass er das tut, was die Welt nicht kann. Und das soll die Welt in uns sehen. Und das ist so wunderbar. Ja, gib Gott die Ehre. Das Königreich ist nahe, wenn Zeichen und Wunder geschehen. Und ihr Lieben, auch heute, auch hier, es werden Zeichen und Wunder geschehen. Sei offen dafür, sei offen dafür. Die Bibel verheißt das für unsere Zeit, das in der wir leben. Was wir Wunder nennen, ihr Lieben, ist im Himmel Normalität. Willst du auch diese Normalität auf der Erde haben? Du hast das Potenzial, weil der Geist Gottes in dir ist, der Heilige Geist ist in dir. Das Wunder, gab es mal ein Buch, das Wunder ist in deinem Munde. Sei ein Träger seiner Gegenwart. Ein Träger seiner Gegenwart für deine Umgebung. Sei ein Träger seiner Gegenwart für deine Umgebung. Wenn wir Träger seiner Gegenwart oder Herrlichkeit sind, tritt eine andere Realität in Kraft. Stell dir vor, ganze Herrlichkeit Gottes wohnt in dir. Ist das möglich? Ja. Wenn das so ist und du es begriffen hast, dann ist für dich auf der Erde gilt eine ganz andere Realität. Die Welt sagt unmöglich, Altersarmut und so weiter, alles unmöglich und alles schlimm und so weiter. Und du hörst jeden Tag negative Nachrichten. Und wenn du diese glaubst, wirst du das erleben. Lies in der Bibel, was du bist und was in dir ist, die Kraft des Heiligen Geistes. Und glaube das und dann wirst du das erleben. Dann wirst du das erleben. Und ihr Lieben, im Himmel, und das begeistert mich so, im Himmel gibt's nichts Alters. Da heißt es nicht, wenn du irgendwo ein Hüftproblem hast, wo Jesus dann sagt, ach ja, wir haben noch so eine ausgediente Hüfte irgendwo rumliegen, die können wir vielleicht mal runterschicken, sondern es gibt, alles ist neu. So, und dann jeden Tag, alles ist neu. Aber ich habe euch vielleicht mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar nenne ich das Ganze Siebe, ja, Segen, gut erhalten, nur ein paar Gebrauchsspuren. Sowas gibt es im Himmel nicht. Gut erhalten, nur ein paar Gebrauchsspuren Rückgabegarantie keine natürlich, weil es ist ja gebraucht. Das und Versandkosten frei. Du brauchst dich heute nicht mit einem verkratzten Segen zufrieden geben, sondern er sagt, er gibt dir alles im Überfluss. Alles im Überfluss. Ich bin eine Behausung des Himmels auf der Erde. Möchten wir das mal zusammen sagen? Ich bin eine Behausung des Himmels auf der Erde. Amen. Und es heißt, tu, was Jesus tat. Ich kann doch nicht tun, was Jesus tat. Er hat uns das vorgemacht und wir sind jetzt auf der Erde und tun das, was er uns befiehlt. Tu, was Jesus tat. Tu, was Jesus tat. Segne deine Nachbarn. Bete für deine Nachbarn. Bete für deinen Mann. Und statt zu kritisieren, was da alles schief läuft, bete dafür und du wirst sehen, es wird funktionieren. Liebe bedingungslos den Willen Gottes in deine Nächsten hinein. Und ihr Lieben, das ist mir so groß geworden. Liebe, lass die Ströme so durch dich fließen, dass so viel Liebe aus dir herausfließt, dass du förmlich den Nächsten
so liebst, nicht aus deiner Liebe heraus, sondern aus der bedingungslosen Liebe, die Jesus hat, liebst. Und wenn da Liebe rausstrahlt, statt ich weiß einen guten Rechtsanwalt, wenn sie nochmal und wenn du nochmal und ich kann dir sagen, komm ja nicht mehr. Nein, wenn die Liebe Gottes durch dich strahlen darf, ich sag dir, da brauchst du keine Worte, da brauchst du keine Bibelverse, denn die Welt kann unterscheiden, wie Liebe aussieht und sie wird erkennen, dass Gott in dir ist. Ohne große Worte. Und das ist auch wichtig, dass wir das so leben. Gottes Herrlichkeit, ihr Lieben, seine Gegenwart ist der Schlüssel für deine Lösung. Seine Gegenwart. Denn wo er ist, da haben wir alles, was er hat. Und er hat alles, was wir brauchen. Fülle deine Umgebung mit Gottes Herrlichkeit. Dort, wo die Herrlichkeit sich manifestiert, ist der Himmel auf Erden. Stimmt's? Dort, wo die Herrlichkeit ist, ist der Himmel auf Erden. In dieser Herrlichkeit, ihr Lieben, Situationen werden verändert, Berge bewegen sich, Durchbrüche geschehen, Freude bricht aus in deinem Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir in Übereinstimmung mit dem Himmel leben und handeln, wird auf der Erde Gottes Wille geschehen. Und ich sag dir, lebe in Übereinstimmung mit dem Himmel. Lebe in Übereinstimmung mit dem Himmel. In Johannes 17, Vers 22 bis 23 heißt es, deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Also, er hat das anvertraut. Er hat es uns anvertraut, damit wir das leben können. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meinen Jünger liebst, wie du mich liebst. Jesus kam, ihr Lieben, um den Standard zu definieren, was für einen Menschen aus Fleisch und Blut möglich ist, wenn dieser in Abhängigkeit von Gott lebt. Jesus kam, um diesen Standard zu definieren. Und möchtest du in diesem Standard sein? Alle seine Verheißungen sind für dich. Amen. Alle seine Verheißungen sind für dich. Und das ist so wunderbar. Sei wirklich ein Träger der Gegenwart Gottes. Sei ein Träger der Gegenwart Gottes und lass wirklich Gott in deinem Leben wirken. Möchtest du das? Ich sag dir, du bist der Träger der Herrlichkeit Gottes auf der Erde. Das ist mehr als Gold, mehr als Silber, das ist mehr als aller Reichtum dieser Erde. Ganze Herrlichkeit Gottes möchte sich in dir offenbaren. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch sowas von wunderbar. Wie im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bin sicher, wir werden Großes erleben. Den Himmel, der in uns ist, und daraus werden Dinge quillen, nicht nur den Alltag und auch Hauptsache mir geht's gut. Das ist sowas von wenig, sondern ihr Lieben, die Fülle. Die Fülle und mit Fülle kannst du auch deinem Nächsten was abgeben. Möchtest du was abgeben? Oder sagen, lieber in den Keller, falls für die schlechten Zeiten. Nein, gib was ab, denn wir haben es gerade gesehen, denn im Himmel ist alles neu. Wenn du in ein Autogeschäft gehst, du möchtest ein Auto kaufen und da steht einer rum, 250.000 Kilometer und kostet noch 1.000 Euro und ja, Reifen sind weg, also sind runter und was auch alles. Und nebendran steht einer so richtig blitzeblank und du kannst ihn dir leisten, du wirst den neuen nehmen. Stimmt's? Und manchmal gebrauchen die Christen
so das Alte. Das Alte, ach, früher mal, meine Mutter hat gesagt und so weiter und so fort, das Alte, ja, das reicht. Und ja, ein Gebet, wie wir schon immer gebetet haben. Ich sag dir, lass dich jeden Tag neu füllen mit der Herrlichkeit Gottes. Das wird auch dein ganzes Gebetsleben verändern. Und die Leute drumherum werden sagen, wow, da mache ich mit, denn da ist Leben drin. Er macht alles neu, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Danke, Herr. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.